Heute auch gar nicht so viel zu erzählen. Wir sind heute von Lincoln, Illinois nach Chicago, Illinois gefahren. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Schiller Park. Das ist ein Vorort von Chicago, ist ein bisschen weiter weg von Chicago, aber geht so, da hält es die Grenzen. Eigentlich am O'Hare Airport, also an dem internationalen Airport von Chicago. Ja, wie schon gesagt, heute Morgen hat es geschüttet wie Hölle. Und war auch relativ stürmisch gewesen, hat sich aber so nach anderthalb Stunden Fahrt dann ungefähr übrig. Dann war es nur noch am Fizzeln, Wetter wurde auch besser und ist immer noch kühler als vorher. Also vorher hatten wir immer so 33 Grad. Wir haben jetzt ungefähr 21 Grad, vorhin hatten wir 23 Grad. Also um einiges kühler, ist natürlich angenehm. So, wenn man die ganze Zeit nur so extrem warme Sachen hatte, ist das eigentlich schon fast wieder schön. Die letzte Strecke jetzt gefahren, wir sind ja an unserem Ziel angekommen. Ziel war ja Chicago, in Miami sind wir gestartet, wie ihr wisst. Ja, wir sind hier direkt an der Autobahn, das ist ein bisschen laut draußen, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Das Klo kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil wie schon gesagt, Kabel ist zu kurz. Ist ein bisschen klein, also jedenfalls der Lokus selber. Badezimmer selber ist auch ein bisschen lütt, aber alles in Ordnung. Also voll okay, kann man gut aushalten. Wir wollen ja nicht meckern wegen so Kleinigkeiten. Ja, dann sind wir heute nochmal eben beim Walmart gewesen, noch ein paar restliche Sachen kaufen, die wir mit nach Deutschland nehmen wollen. Und haben dann, und die blende ich euch jetzt mal eben ein, bei Gino's East, um genau zu sein, haben wir eine Deep Dish Pizza geholt. $28 kostet die. Ist eine mittelgroße, aber vertut euch nicht, das Ding ist unglaublich, das ist eigentlich ein Kuchen. Der Teig ist dünner, als ich immer dachte und richtig fett belacht drauf, also wow. Noch nie eine so gute Pizza gegessen. Das ist wirklich, ich meine, die italienischen Pizzen in Italien selber sind auch ganz gut, aber das ist ein ganz anderer Style, da kann man gar nicht miteinander so wirklich vergleichen. Also wirklich, wenn ihr in Chicago seid, Deep Dish Pizza, am besten von Gino, ist auch ein Tipp von einem Einheimischen gewesen, von dem Uber-Fahrer, den wir in Nashville hatten. Ist auf jeden Fall saugeil, Gino ist die Empfehlung gewesen, soll wohl der beste sein hier in Chicago und bis jetzt können wir es nur bestätigen, weil wir hatten ja noch keinen Vergleich. War unsere erste Deep Dish Pizza, aber echt super, echt gut. Ja, sonst haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht. Wir werden auch heute nicht mehr viel machen, weil wir morgen relativ früh raus müssen. Denn morgen machen wir eine Bustour, beziehungsweise eine Hop-On-Hop-Off-Bus. Damit werden wir durch Chicago ein bisschen düsen, weil die Preise hier zu parken, ey Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe mir das mal angeguckt. Man bezahlt so zwischen $13 für eine halbe Stunde bis zu $50, $60, $70 für einen kompletten Tag. Also die sind total wahnsinnig. Und deswegen haben wir uns überlegt, wo wir am besten parken können. Da bezahlen wir $30 am Tag für. Das ist bei dem Navy Pier, ne? So heißt das Ding. Da wird auch morgen wahrscheinlich ein Feuerwerk stattfinden, soweit wir das mitbekommen haben. Das wird so irgendwie so eine Schlendergasse. Hier mit Freizeitparken anmöglichen und da sind noch ein paar Geschäfte. Ja gut, okay, Freizeitpark, paar Geschäfte, ein Pier halt. Bin gespannt. Also ist bestimmt hübsch, hoffe ich. Feuerwerk soll am Morgen stattfinden, deswegen die Bustour geht nur bis 5 Uhr. Heißt, wenn der Bus wieder am Navy Pier dann ankommt, dann werden wir da ein bisschen durch die Gegend latschen und uns das Feuerwerk angucken und natürlich auch ein Video machen. Ja klar. Und sonst ist halt das Schöne bei Hop-On, Hop-Off, du brauchst dich die ganze Zeit einen Parkplatz suchen. Hier in Chicago Autofahren ist sowieso ein Kampf, jetzt schon in den Vororten. Da will ich gar nicht wissen, wie es in der Innenstadt ist. Ja? Diese Navy Pier Feuerwehrgeschichte ist immer von Mai bis September, jeden Mittwoch und Samstag. Okay, falls ihr das nicht gehört habt, Navy Pier Feuerwerk jeden Mittwoch und Samstag. Von Mai bis September. Von Mai bis September soll da das Feuerwerk halt mal sein. Ja, was wir auch noch machen wollen, ist, wir wollen auf den
ehemaligen Sears Tower, jetzt Willis Tower drauf. Da kann man so Bustickets kaufen von Big Bus, heißen die, glaube ich, wo halt Eintrittszeit bzw. zwei Tage diese Bustour ist. Passt, weil wir sind zwei Tage in Chicago. Aber für die zwei Tage machen wir das mit dem Hop-On, Hop-Off-Bus. Dann ist da drin halt dieser Sears Tower. So nennen den die Chicagoer immer noch, obwohl das eigentlich jetzt der Willis Tower ist. Da kann man dann von oben mal auf die Stadt ein bisschen runterglotzen. Und dann ist da noch irgendwie so ein Architekten-Museum-Gedönse bei, keine Ahnung. Ja, bestimmt toll für Leute, die da drauf stehen. Für uns mal wieder nicht. Ist zwar mit dem Preis drin, werden wir aber wahrscheinlich nicht machen. Sonst werden wir uns die ganzen Sehenswürdigkeiten halt angucken. Die Magnificent Mile ist da, glaube ich, und halt diese Bean und weiß nicht was alles. Also da gibt es auf jeden Fall so einige Sachen, die man sich reintun kann. Sind, glaube ich, 13 Punkte, die der Bus dann auch abfährt. Wird auf jeden Fall interessant, denke ich. Also Chicago soll ja eine saugeile, schöne Stadt sein. Momentan haben wir nur einen Vorort gesehen, deswegen kann ich da noch nicht viel drüber sagen. Und Interstates und Highways. Ja, was man meinen soll, wurde uns gesagt, ist der Süden von Chicago. Der soll wohl ein bisschen krasser sein, also auch ziemlich kriminell. Sollte man wohl nicht unbedingt hinfahren, sind so, ich weiß es nicht, war noch nicht da, aber was man so hört, ist es wohl ziemlich gefährlich in der Gegend, das soll man wohl meiden. Ja, wie schon gesagt, hier liegt übrigens noch ein angeknabbertes Stück Deep Dish Pizza. Mehr gibt es für heute eigentlich nichts zu sagen, oder? Doch, bei Casey und an vielen anderen Tankstellen kann man gut essen. Also wir sind heute viel über die alte Route 66 gefahren. Und das ist eigentlich neben der, ich glaube, Interstate 55, bin mir auch nicht sicher. Und da sind natürlich viele Tankstellen. Und wenn ihr einen Roadtrip mal macht, also wir haben ja letztes Jahr auch einen gemacht, haben dieses Jahr noch mehr Erfahrungen gesammelt und auch so ein bisschen Hintergrundwissen uns eingeblöd. Und darunter ist auch diese Tankstellen, die ihr so vorfindet. Auch die kleinen Tankstellen, wenn ihr irgendwo im Nirgendwo seid, die haben alle einen guten Kaffee. Die sind alle günstig, da könnt ihr Getränke holen und Kaffee und weiß nicht und Snacks und das ist alles super und man bezahlt fast nichts dafür. Und wir waren heute zum Beispiel bei Casey's, das ist auch so eine Marke, so wie bei uns Aral, Esso und wie sie alle heißen, ist das hier halt auch halt unter anderem Casey's. Haben wir uns überlegt, wir sollten mal was essen und haben da eine Pause gemacht, waren da eben kurz auf dem Klo gewesen. Klo war auch recht sauber gewesen. Auf jeden Fall haben wir uns dann noch einen Kaffee geholt für $1,75, so ein Megapot. Und dann habe ich mir heute, also die haben wirklich da so ein Imbiss, kann man sagen, so eine Pizzeria mit eingebaut. Ob die so frisch sind, also ich glaube, das sind Tiefkühlsachen, die dann halt aufgebacken werden, aber ist ja vollkommen egal. Ich hatte da so einen Chicken Burger gedürzt, oder Chicken Sandwich gehabt. Noch mit Honig-Senf-Soße habe ich mir noch dabei genommen. Das war ziemlich geil gewesen. Das Fleisch schmeckte sehr gut. Und Aga hatte einen Pizzaslice. Mhm. Pepperoni, glaube ich. Pepperoni-Salami. Pepperoni-Salami, ja. Super. Hat wirklich gut geschmeckt. Und was haben wir im Endeffekt bezahlt? $8,50. Ja. Für einen Kaffee, für ein Sandwich, also einen Burger so gesehen, und einen Pizzaslice. Und das an der Tankstelle. Richtig warm. Richtig. Richtig gut. In heiß und in gut. Und deswegen, falls ihr einen Roadtrip plant, denkt nicht immer nur daran, irgendwie ins Diner zu gehen. Natürlich ist das alles schön, aber wenn ihr so ein bisschen auf die Kohle achten wollt oder mal eben schnell was snacken wollt, haltet mal bei so einer Tanke an. Das ist echt nicht schlecht und die haben eine riesen Auswahl an alles. Kilometermäßig sind wir bis jetzt ungefähr 2400 Meilen gefahren. In Kilometern sind das viele. Rechnet selber nach. Oder ich blende euch das ein. Ich mache jetzt wie immer, wie man sieht, hier noch so ein bisschen Sicherung und Gedöns und klar, Budweiser nach der Brauereitour muss natürlich jetzt ein Budweiser noch rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wiedersehen. Tschüss.